Ja, sehr geehrtes Präsidium, sehr geehrte Damen und Herren, die Kartellparteien, also Sie, radikalisieren sich immer weiter in ihrem undemokratischen Verhalten gegenüber uns, der bürgerlichen Opposition. Die gewählten Volksvertreter der Kartellparteien, also Ihnen, haben bisher aus reiner Willkür die Beteiligung am parlamentarischen Grollgremium uns verweigert. Wir sind vom Volk gewählte Abgeordnete. Die selbsternannten demokratischen Parteien, also Sie, handeln in jederlei Hinsicht undemokratisch. Das muss man hier mal klar sagen. Sie verweigern uns bis heute die selbstverständliche Mitgliedschaft eines unserer Abgeordneten im Kontrollgremium. Damit verstoßen Sie gegen das Prinzip der politischen Chancengleichheit. Das müssen Sie mal zur Kenntnis nehmen. Sie haben zu jeder Wahl hochqualifizierte Kandidaten angeboten bekommen. Sie haben uns alle unter Generalverdacht gestellt und abgelehnt. Mir und meinen Kollegen wird hier Anstand und Demokratieverständnis abgesprochen. So sieht's aus. Ja, Kollegen, jetzt schauen wir mal, wie es um einige Ihrer Parteifreunde steht. Dem Kollegen hier die Möglichkeit zu geben, in gewisser Ruhe den Antrag auch zu bekommen. Also, Ministerpräsident Söder, was sagt er? Der will die AfD bis aufs Blut bekämpfen. Dabei sind wir als freiheitlich-bürgerliche Opposition ein Mitbewerber, dessen Forderungen, hören Sie mir genau zu, vor der Wahl von Herrn Söder und Ihnen auch von den Freien Wählern, 1:1 übernommen werden. So sieht es nämlich aus. Und ich möchte auch noch mal an das unverhältnismäßige Corona-Regime, an die Corona-Maßnahmen erinnern. Die verfassungswidrigen Ausgangssperren, die Sie sich ausgedacht haben, wurden im Nachgang vom Gericht kassiert. Und auch die Grünen, die muss man in diesem Zusammenhang mit ihrer totalitären Politik mal richtig kritisieren. Frau Schulze forderte hier am 1. Dezember im Landtag, ungeimpfte Bürger in fast allen gesellschaftlichen Bereichen massiv und unangemessen zu diskriminieren. Unser Eins wäre mit derart menschenfeindlichen Ansichten ein Fall für den Verfassungsschutz gewesen. Aber Frau Schulze sitzt heute trotz ihrer vermeintlich verfassungsfeindlichen Einstellung im Kontrollgremium. Ja, der parlamentarische Geschäftsführer der Freien Wähler, da sitzt er, hat sich derart radikalisiert, Herr Mehring. Sie haben uns als Blinddarm bezeichnet. Das wirft doch mal die Frage auf, ob alle diese Äußerungen von der Verfassung gedeckt waren. Laut dem Verfassungsschutz verstößt die AfD gegen das Demokratieprinzip, weil Formulierungen wie Kartellparteien verwendet würden. Also, dass Sie hier alle bei der Blockade unseres Kandidaten heute, vielleicht mich, für das Kontrollgremium hier zusammenarbeiten, das ist auf jeden Fall Fakt, das können Sie nicht leugnen. Und diese interfraktionelle Zusammenarbeit ist ohne jeden Zweifel ein Nachteil für die AfD. Derartige Vorgänge bezeichnet man in der deutschen Sprache per Definition als Kartell. Also nennen wir sie Kartellparteien. Und warum nehmen Sie sich überhaupt heraus, dass Sie über die bürgerliche Opposition und sich über geltendes Recht stellen? Ja? Mal zu mir was. Ich bin Ingenieur seit 30 Jahren Berufserfahrung. Das kann nicht jeder von euch behaupten. Und bin Vater von 5 Kindern. In leitender Funktion in der Industrie war ich zur Verschwiegenheit verpflichtet. Was denn sonst? Übrigens auch als Mitglied im Gremium des Bayernfonds oder im Untersuchungsausschuss Maske. Ich halte mich an Recht und Gesetz. Und das kann nicht jeder von euch behaupten. So sieht's aus. Ja, in der intakten Demokratie wäre es eine Selbstverständlichkeit, dass auch die Opposition in jedem Gremium vertreten sein darf. Der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat den Grundsatz der Spiegelbildlichkeit beschrieben und dieser sagt, grundsätzlich muss jeder Ausschuss ein verkleinertes Abbild des Plenums sein und das ist nicht der Fall. Also Sie missbrauchen diese Abstimmung, um verfassungsrechtliche Grundsätze auszuhebeln. Und auf der Landtagswebseite steht, zu den grundsätzlichen Prinzipien der freiheitlich-demokratischen Grundordnung gehört die Chancengleichheit für alle Parteien. Und genau dieses Prinzip, das missachten Sie mit Ihrem bisherigen Stimmverhalten. Sie tragen das zu Grabe. Also Sie selbst verweigern sich doch den demokratischen Werten, für die Sie angeblich stehen. Und ja, wir vertreten andere Standpunkte als Sie. Aber genau deshalb ist es doch wichtig, dass wir in diesem Kontrollgremium auch vertreten sind. Also kehren Sie zurück auf den Boden der Verfassung, akzeptieren Sie, dass es in der Demokratie andere Meinungen gibt, andere Meinungen und geben darf. Also wir auf AfD haben gegen den Ausschluss aus dem Kontrollgremium geklagt. Und wir werden nicht aufgeben, das sage ich Ihnen heute auch, bis uns der Sitz zugestanden wird, der uns zusteht.
Und wenn Sie mich heute wählen, dann zeigen Sie, dass Sie es ernst meinen mit der Demokratie. Sie haben 5 Minuten zur Begründung des Wahlvorschlags. Also vielen Dank fürs Zuhören. Herzlichen Dank.